Herzlich willkommen zurück in Folge 5, The Hand of Fate, dem zweiten Buch von The Legend of Carrendia. Ich glaube, ich sollte jetzt Fawn anrufen. Fawn! Fawn! Komm mal rein, Fawn! Dann habe ich ihr gesagt, beweg deinen Hintern oder mach dich auf den Weg, oder... Fawn! Fawn, kannst du mich hören? Oh, hoppla! Hallo, Santja! Hast du den Ankerstein schon bekommen? Noch nicht, aber ich mache Fortschritte. Wie stehen die Dinge in Kyrania? Besser du beeilst dich. Brandon hat mir gerade erzählt, dass Darm verschwunden ist. Und Bryns Tempel hat sich gerade aufgelöst. Mist! Wenn du dich nicht beeilst, wirst du der letzte Magier sein. Was sollen wir denn machen? Danke für die Aufmunterung. Ich rufe dich später an. Hier ist der Text ganz schön durchgerauscht. Gut, lassen wir uns davon nicht beirren. Wir haben ja gesagt, wir machen was. Genau, mit dem Zahn. So. Und zwar können wir diesen zu einer Münze quetschen. Blup. Der Zahn war sowieso wertlos. Genau, und deswegen verwandeln wir ihn jetzt in einen... In einen Goldstück. In eine Goldmünze. So rum. Gut, und dann können wir uns in der Stadt weiter umsehen. So. Naja. Wer ist jetzt das Sandwich? Ich möchte. Nein, ich. Nein, ich. So, dann hier haben wir... Ja, okay. Wir gehen erstmal hier weiter. So. Was zum Teufel ist denn das? Sieht nach einer Fischgräte aus. Oh, und hier unten liegt was. Oh, noch eine Seite aus meinem Schulbuch. Aus dem Schulbuch? Ich lege sie besser zurück in meinen Hefter. Ah, Zauberdings. So, was haben wir denn da bekommen? Kennen wir schon. Kennen wir schon. Zugeschlagen. Teddybär-Trunk. Herz aus Gold, zwei schwarze Kieselsteine. Ah, und ein Trance-Trunk. Seewasser, Auge eines Wassermolchs und ein Zitronenextrakt. Auge eines Wassermolchs. Ach du heiliger Strohsack. Das kommt mir irgendwie gar nicht bekannt vor. Oh, der ist auch neu. Der Zweifelsspruch. Hufeisen, Fußabdruck eines Hasen, süßer Ressource und Eidechsentränen. So, Schuhe fliegen, die kennen wir. Und das ist der Sandwichspruch. Okay. Was haben wir denn hier noch? Ein Fläschchen. Ich glaube, ich sortiere das mal ein bisschen. So und so. Dann haben wir... Das Zeug kenne ich irgendwie. Eine Zitronen- oder eine Orangenschale. So, und was haben wir hier noch? Na. Das sieht aus wie gebrauchte Zutaten für einen Zaubertrunk. Eine Schutzhülle. So, und jetzt sehe ich schon, wir haben keinen Platz mehr im Inventar. Das heißt, ich werde, glaube ich, mal das Radieschen hier lassen und den Salatkopf. So. Was haben wir denn hier noch? Der Sheriff ist wohl in Trance. Okay, und damit versperrt er den Weg. Was haben wir denn hier unten? Da glitzert etwas im Wasser. Da kommen wir aber nicht ran. So, wo geht's denn hier lang? Schauen wir uns das auch einfach mal an. Oh. Ich frage mich, wie es vorn geht. Da hat sich doch glatt die Hand ins Bild geschummelt. So, hier haben wir einen Hasen. Soll das hier die Osterhaseninsel sein? Oh. Schlamm.
Jetzt könnte er von Nutzen sein. Für eine Schlammmaske vielleicht? Letztes Mal musste ich 12 Kronen für eine Gesichtsmaske bezahlen. Ah, warte mal. Fußabdruck eines Hasen. Was soll ich nur mit einem Fußabdruck im Schlamm machen? Xanthia, lest dein Rezeptbuch. Wie niedlich, eine Schaukel für die Kinder. Ja. Und ich glaube, warte. Lieber nochmal speichern, ich zeig's euch mal. Die nette Kinderschaukel. Ich glaube nicht, dass ich das Seil erreichen kann. Na klar, mit einem satten Sprung. Es könnte gefährlich sein. Hab dich nicht so. Ja, Ruhe in Frieden, Xanthia. Gut, dann haben wir die auch gezeigt. Dann benutzen wir unseren schönen Stock und versuchen uns mal das Seil zu angeln. Ich kann das machen. Genau so. Perfekt. So, was erwartet uns denn? Oh, jetzt habe ich gerade einen Text übersprungen. Naja. Ich bin mir nicht sicher, ob das der Altar ist, nach dem ich suche. Der Fragezeichen-Altar. Ein unglaubliches Bauwerk. Ich bin mir nicht sicher. Okay, also hier können wir noch nichts machen, aber wir haben ihn schon mal entdeckt. So, dann gehen wir wieder zurück. Ich kann das machen. Ja, dann mach auch. Ich glaube, auf diesem Altar müssen wir noch ein paar Tränke aktivieren oder so. Glaube ich zumindest. Ich guck mal nochmal in mein Kochbuch. Ich glaube, das war dieser Zweifelsspruch. Hufeisen, Fußabdruck, Zahnsüßsäure, Eidechsentränen. Ah, okay. Okay. Dann fehlen uns jetzt nur noch die Eidechsentränen. Würde ich sagen, besorgen wir uns die mal schnell. Ja, jetzt müssen wir natürlich hier wieder kreuz und quer über die Karte schlendern. Aber naja, das gehört nun mal zu einem Adventure-Spiel. Und wir haben leider viel zu wenig Flaschen. Sonst hätte ich das Eidechsengesöff ja nicht so oft trinken müssen. So, jetzt wissen wir schon, wir geben ihm das mal wieder. Ich gebe ihm das zurück. Genau, nur um ihn es wieder wegzunehmen. So. Oh, jetzt habe ich es abgebrochen. So. Drachentränen. So, jetzt müssten wir eigentlich alle Zutaten haben. Ich guck mal nochmal. Hufeisen, Fußabdruck eines Hasen, süßsaure Soße. Süßsaure Soße. Warte mal, süßsaure Soße, haben wir die überhaupt? Wie machen wir denn die süß-saure Soße? Ich glaube mit Essig. Ah ja, warte mal. Essig und diesem Malzbier. Süß-saure Soße. Ich sollte wirklich zurück nach Haimun fahren und mich um ein Transportmittel kümmern. Ja, wir sind doch dabei. So, süß-saure Soße. Süß-saure Soße. Dann hatten wir die Eidechsentränen. Dann hatten wir ein Hufeisen. Und den Fußabdruck eines Hasen. So, jetzt habe ich was falsch gemacht. Hufeisen, mische das Serum im Kessel, füllt vier. Hä? Hufeisen, süßere Soße, Eidechsentränen. Hatten wir doch alles. Hat er doch alles reingeschmissen. Nee, oder? Okay. Ich gebe das zurück, bla bla bla. So, wir versuchen es mal nochmal. So, wir haben die Drachentränen.
So. Süß-saure Soße. Das Hufeisen haben wir und jetzt brauchen wir nochmal den Fußabdruck eines Hasen. Aber warum hat das nicht funktioniert? Das irritiert mich jetzt ein bisschen. Ist das schon wieder schlampig übersetzt worden? Ich hoffe doch nicht. So, wir latschen zurück. Und holen uns noch einen Fußabdruck. So. Dann werde ich nochmal speichern. So, und das Ganze nochmal probieren. Hufeisen, Fußabdruck eines Hasen, süß-saure Soße und Eidechsentränen. So. Ich spüle mal nochmal durch. So. Hufeisen. Fußabdruck eines Hasen. Eidechsentränen. Und süß-saure Soße. Tja, das verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Hufeisen, Fußabdruck eines Hasen, süß-saure Soße, Eisenextrin. Mische das Serum im Kessel, füllt 4 Fläschchen, muss am Altar der Zweifel aktiviert werden. Genau. Aber warum geht das nicht? Hufeisen. Hä? Och. Okay. Also die... Ich habe langsam keine Lust mehr auf dieses ewige Herumgereise. Ja, da musst du jetzt aber leider durch. Also es gibt einen Unterschied zwischen dem Hufeisen und dem anderen Hufeisen. Ich werde mal die ganzen Zutaten noch entsorgen. Na gut. Das mache ich auch mal leer. Ihh, salzig und fischig. Ja, kennen wir schon. Gut, Okay, dann haben wir den Zweifelstrunk. Nummer 1, Nummer 2. Den werden wir mal flink am Altar aktivieren. So, Stöckchen und Seil. Ich kann das machen. Ja, wissen wir. Zum dritten Mal. Ja, ist natürlich doof. Hufeisen nach oben geöffnet, Hufeisen nach unten geöffnet. Schön, wie das klappt. So, dann aktivieren wir mal. In einer spektakulären Animation. Unseren Zweifelstrunk. Er blinkt jetzt auch. Gleich die zweite Flasche auch noch. Ja, kabum. So, okay. Dann gehen wir zurück. Wir haben leider zu wenig Flaschen. So. Herr Stock, folgen Sie mir. Gut, mit dem Zweifelstrunk können wir die Leute aus ihrer Trance erwecken. Und zwar den Sheriff. Ich glaube, gehe ich nochmal zurück? Muss ich noch jemanden? Ja, ich muss noch jemanden erwecken. So, brauche ich noch ein aktiviertes Fläschchen. Wir haben ja noch diesen Typen da in dem Senfladen, was das war. Dieser Kartenverkäufer. Und dann gibt's noch einen. Ich kann das machen. Zack. Hey, Herr Stock, folgen Sie mir. Bla bla bla. So, aktivieren. Und los. So. Wenn ich doppelt klicke bei einer Animation, dann spult er so
vor. Deswegen nicht wundern, wenn es ab und an mal so schnell funktioniert. So, ich zeige dir das mal. Ich kann das machen. Und klick. Zack, zack. So müssen wir uns nicht jedes Mal die Animation angucken. Reicht ja, wenn wir es beim ersten Mal schon gesehen haben. So, den Sheriff haben wir verjagt. Dann gucken wir doch gleich mal rein. Oder gucken wir schon rein? Muss mal gucken, dass ich hier... Ich glaube, den Matschklumpen brauchen wir auch nicht mehr. Ja, wir gucken einfach rein. Marco! Ach, Marco. Habe ich dir bis jetzt gut geholfen? Ja, wunderprächtig, Marco. Marco, wie bist du denn hier reingekommen? Ich und meine Hand sind gekommen, um dir zu helfen, als mich plötzlich etwas am Kopf traf und ich K.O. ging. Als ich wieder aufwachte, war ich leider hier. Schnapp dir einen Magneten und such das Wasser nach dem Schlüssel ab. Aha. Der Sheriff wirft gerne Schlüssel ins Wasser. Hier haben wir einen echten Verrückten. Was? Wenn er schlechte Laune bekommt, wirft er Schlüssel ins Wasser. Habe ich doch bereits erwähnt. Ich schätze, da ist so etwas wie ausgleichende Gerechtigkeit. Man hätte mal lieber dich ins Wasser werfen sollen. Gut, das glitzernde Ding, denke ich mal, wird der Schlüssel sein. Dann benutzen wir mal unseren Magneten und fischen das gute Stück mal aus dem Wasser. Oh, ein Schlüssel! So, den Magneten nicht vergessen. Ja, so. Der fiel uns nämlich zu Boden gerade. So, Marco. Ich mach's ungern, aber... bitteschön. Hey! So, rein damit dir. Wirst du wohl? Los, ab, ab, ab! Na klasse. Was bist du dank diesem Deppen da schon wieder im Knast? So, Magnet und Schlüssel. Na, kannst du vergessen. Nicht mit mir. Pah. Jetzt reicht's mir mit euch. Weg damit. So. So, viel Spaß beim im Knast versauern. Gibt's aber nicht diese Straftäter mal überall hier. Diese Strategie hat nicht so gut funktioniert. Ach, Mist. Okay. Was haben wir denn hier? Schlechte Verarbeitung. Gibt's hier nicht was, was wir nehmen können? Oder haben wir was im Inventar vielleicht? Nö. Die Fäden kommen heraus. Ah, ja. Ich frage mich nur... Oh, ein Faden. Hier, versuch es mal mit dem Haken. Oh, Marco. Du kannst ja auch mal nützlich sein. So, jetzt haben wir eine Angelschnur mit Haken. Versuchen wir es. Ich werde versuchen, diesen Fisch zu fangen. Und abba. Und der Fisch... Der Fisch frisst alles, was man aus dem Fenster wirft. Okay. Wow. Gut. Jetzt überlege ich gerade, ob wir Marco befreien oder nicht. Das ist viel besser. Na gut, wir sind mal nicht so, wir lassen ihn mal raus. Danke, liebe Santja. Ich bin jetzt... Nee. Bin ich bis jetzt immer hilfreich? Ach, genauso wie immer. Ich werde meine Hand suchen. Ich komme wieder, um dir zu helfen. So ein Schwachkopf.
Gut, haben wir hier noch irgendwas? Ankündigung des jährlichen Miss Kyrandia Schönheitswettbewerbs. Okay, nichts von Bedeutung. So, dann haben wir Marco befreit. Leider. So, was haben wir denn? Geht's hier unten noch weiter? Ja. Funktionieren diese Fische? Er ist in einem tranceartigen Zustand. Und dann wollen wir ihn mal aus diesem tranceartigen Zustand befreien. Was für ein herrliches Nickerchen. Jetzt bin ich beim Gehen gerade an meinen Kopfhörer gestoßen. Ich hoffe, man hat es nicht gehört in der Aufnahme. Mach, ich muss nach Vulkania. Das tut mir leid, wir fahren nicht dahin. Ja, könntest du vielleicht... Es ist eine Angelegenheit von nationaler Sicherheit. Besorge dir einen Passierschein. Oder hör auf, uns zu belästigen. Okay, der lässt also nicht mit sich reden. Also besorgen wir uns einen Passierschein. Und ich glaube, diesen Passierschein bekommen wir von diesem Zombie-Typen. Wo diese Karte war mit dieser brennenden Insel. Hier. Wo ist also der ganze Senf, der hier zu verkaufen ist? So, Trongstrunk. Ja, starkköpfiger Typ. Trongstrunk Nummer 3. Und dann habe ich gesagt, du kannst dir deinen Senf sonst wo... Hey, wo sind sie denn alle hingegangen? Was kostet ein Ticket für dein Boot? Eine Fahrt mit unserem Boot kostet 3 Goldmünzen. 3 Goldmünzen? Boah, das ist ja irre teuer. Okay, 3 Goldmünzen. Wir haben bereits... Ja, eine. Und ein Inventar voller Schrott. Mal gucken, ob wir hier was machen können. Und ich glaube, wir müssen uns dann doch herablassen und mit dieser ollen Krake spielen. Ich speichere mal lieber vorher. So und so. Okay. Na, mal gucken, ob wir es hinkriegen. Ich wusste, dass du dein Glück herausfordern willst. Okay, los geht's. Achte auf die Erbse. In der Mitte? Wähle irgendeine Schale. Nehmen wir die? Bah. Ah, so ein Mist. Ja, jetzt haben wir Ach, Mist. Okay. Versuch Nummer 2. Ich wusste, dass du dein Glück... Ja, los geht's. Achte auf die Erbse. So, in der Mitte fangen wir an. Wähle irgendeine Schale. So, bevor wir wählen, sichern wir mal nochmal, und zwar nennen das Ganze den Kraken-Spieler. Ist gar nicht so einfach, hier am Mikrofon vorbeizutippen. So, wir haben die Mitte und wählen mal jetzt hier oben. Mist. Ah, so ein Mist. Okay, also oben ist er nicht. Ist er denn jetzt in der Mitte? Hä? Hä? Oh, ich kann nicht abspeichern. Also jedenfalls nicht während der... Ja, erwartet eben
Also während er wartet, dass wir eine Schale wählen, so. Hufeisen. Wie kriegen wir das denn hin? So. Nö. Mist. Meine ich, Mist. Nein! Oh, jetzt haut's ab. Mist. Wie kann man denn sowas auch bitte unten am Bildschirmrand platzieren? So, nochmal. Das ist ja ganz oben. Wir wählen mal die Mitte. Nee. Mist, 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 Mist. Tja, wie kriegen wir das jetzt raus? Ich versuch's mal nochmal. Ja, sie muss ein Boot finden. Gibt's da einen Trick bei? Nee, kannst du vergessen. Gut, wir haben auch schon wieder die Zeit erreicht, wie ich sehe. Dann würde ich sagen, beende ich jetzt hier auch die Folge 5 und ich werde mich mal ein wenig schlau machen, wie wir denn diese Krake überlisten können. Und ja, dann sehen wir uns in Folge 6 wieder mit hoffentlich der Lösung. Bis dahin, Tschüssikowski!